So, bringt eure Osterbilder bitte nach vorne. Und dann wünsche ich euch schöne Ferien. Was macht ihr so in den Ferien? Marie und ich fahren ins Reitcamp. Ja, außerdem fahren wir ein paar Tage mit Oma und Opa nach Dänemark. Wie schön! Wir verbringen Ostern bei meiner Tante an der Elbe. Mama meinte auch, dass sie eine Überraschung für uns hat. Hoffentlich verrät sie es uns heute. Wie spannend! Meine Familie und ich fliegen nach London. Na dann, schöne Ferien euch! Tschüss! Ah, das müssen Clara und Malte sein. Mama, kannst du uns jetzt endlich sagen, was die Überraschung ist? Ja, jetzt erfahrt ihr es. Familie Bienchen kommt an Ostern zu uns. Juhu, wie toll! Der Osterhase kommt dann natürlich etwas später. Am Ostersonntag. So, ich mähe noch schnell den Rasen. Johannes, stellst du noch die Gartentische auf? Wir wollen noch grillen. Ja, klar. Guck mal, Malte, da vorne kommt Familie Bienchen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Kommt, wir gehen zusammen rein. Hallo, Marlene, ich freue mich so, dich wiederzusehen. Ja, ich mich auch. Wow, Kathi, du bist ja groß geworden. Oh, Diana ist ja wirklich zuckersüß. Mit Juna wollten wir nicht so lange Auto fahren. Ja, das kann ich verstehen. Mama, was können wir machen? Ich habe schon etwas vorbereitet. Aber vorher bringe ich Liana ins Bett. Na, dann kommt mal mit nach draußen. Schaut mal, ich habe Blumensamen gekauft. Die könnt ihr in diese kleinen Töpfe pflanzen. Au ja! Füll zuerst etwas Erde in den Topf. Dann kommen die Samen rein. Ich helfe dir, Freddy. Oh, das war etwas daneben. Nicht schlimm, wir sind ja sowieso draußen. So, jetzt noch die Blumensamen. Ich bin schon gespannt, wie die Blumen aussehen werden. Dürfen wir die Töpfe anmalen? Das ist ja eine gute Idee. Ich hole euch Farben, Stifte und Pinsel. Hier, bitteschön. Ich male Blumen auf meinen Topf. Und ich den Osterhasen. Also, ich lasse meinen Topf lieber so. Ja, ich auch. Das habt ihr toll gemacht. Ja, am besten geht ihr jetzt rein. Denn ich glaube, dass der Osterhase langsam die Eier verstecken möchte. Oh ja, kommt schnell mit. Schaut mal, hier sind Eier. Die können wir doch für unsere Eltern verstecken. Das ist eine tolle Idee. Kinder, der Osterhase war da. Wir kommen. Er hat für jeden von euch ein Osternest versteckt. Ich schau mal im Busch. Nein, da ist nichts. Aber aus dem anderen Busch ragt etwas hervor. Juhu, ich hab mein Osternest gefunden. Da ist eins! Stimmt. Puh, zum Glück ist es heute nicht windig. Sonst wäre es in den Teich gefallen. Vielleicht finde ich unter dem Tisch etwas. Nein, aber da unter der Gartenbank ist ein Osternest. Mann, das kann nicht sein, dass ich nichts finde. Ich gebe dir mal einen Tipp. Wenn es warm ist, verbringst du viel Zeit darin. Was könnte das denn sein? Ach so, der Pool. Ja, tatsächlich. Danke, Marlene. Oh, da auf dem Vogelhäuschen ist doch etwas. Juhu, ein Osternest. Jetzt muss ich nur noch meins finden. Als ob du noch keins gefunden hast. Naja, ich wollte euch den Vortritt lassen. Aber irgendwie finde ich gar nichts. Ist hier überhaupt noch eins versteckt? Natürlich. Der Osterhase vergisst doch niemanden. Lass uns doch alle zusammensuchen. Nein, in der Schubkarre ist nichts. Und zwischen den Bäumen auch nicht. Ich glaube, es hat keinen Zweck. Ja, der Osterhase hat es besonders schwer versteckt. Naja,
Es taucht bestimmt noch auf. Genau das denke ich auch. So, jetzt bereite ich das Essen zu. Nanu, wo sind denn die ganzen Eier, die ich gekauft habe? Die haben wir versteckt und ihr müsst sie suchen. Na toll, dann dauert das wohl mit dem Essen. Umso schneller müssen wir sie finden, sonst verhungere ich. Die Eier sind im ganzen Haus versteckt. Wir suchen oben. Okay, aber weck Liana bitte nicht auf. Ja. Ich schaue mal im Wohnzimmer. Ja, auf dem Couchtisch liegen zwei Eier. Super, vielleicht hinter der Küche? Nein, aber hier, in der Kochinsel. Also wenn ich die Kinder wäre, dann würde ich etwas unter der Decke verstecken. Ja, tatsächlich. Leo, du bist genial. Komm, wir gehen ins Bad. Ah! Oh je. Ich wusste es. Ich glaube, wir haben alles gefunden. Eins fehlt noch. Das ist übrigens im Wohnzimmer. Na, dann schaue ich mal nach. Ich hab es! Das Ei? Nein, Maltes Osternest. Was? Es war hinter dem Gartensofa? Das ist ja mal ein gutes Versteck. Und hier ist auch das letzte Ei. Perfekt. Dann kann ich ja mit dem Essen anfangen. Einige Zeit später. Wer möchte schon mal einen Hotdog? Ich. Zuerst schmiere ich Butter auf mein Brot. Und jetzt noch das Eigelb. Der Osterhase! Was? Wo? Da vorne! Tatsächlich, ein Hase. Naja, eher ein Kaninchen. Das gehört bestimmt jemandem. Mama, das Kaninchen ist vom Bauernhof von Maries Tante. Bist du dir sicher? Ja, ich erkenne es wieder. Dann rufe ich dort an. Vielen Dank, dass ihr Hoppel zurückgebracht habt. Der kleine Racker ist mal wieder abgehauen. Kein Problem. Aber vielleicht ist er ja wirklich der Osterhase. Nur weiß man es nicht. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und schaut auch super gerne bei Familie Bienchen vorbei. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.